Seid gegrüßt, liebe YouTuber, herzlich willkommen zum neuen Video-Update. Heute das Thema Vorsicht vor den Kurszielen von Analysten. Ihr ahnt das wahrscheinlich. Warum? Nun, es gibt unzählige Studien, die zeigen, dass die Trefferquote bei Analysten durchschnittlich bei etwa 50% liegt. Das heißt, man könnte im ersten Moment sagen, dann kann ich genauso gut eine Münze werfen. Kopf oder Zahl, kaufen oder verkaufen, hat den gleichen Effekt. Ist wirklich so nun nicht ganz. Man muss schon etwas genauer hinschauen. Und zwar ist das große Problem bei Analysten nicht etwa das, dass sie ihr Handwerk nicht beherrschen würden, sondern dass Interessenkonflikte vorhanden sind. Aber man muss unterscheiden, es gibt im Prinzip drei Arten von Analysen, zwei davon, die öffentlich zugänglich sind. Und zwar sind es zum einen Auftragsanalysen, und zum anderen Analysen, die von Investmentbanken veröffentlicht werden und die speziell für institutionelle Investoren eigentlich vorgesehen sind, aber teilweise auch für Privatanleger zugänglich gemacht werden. Beide haben ein großes Problem, und zwar, wie gesagt, dieser Interessenskonflikt. Am ausgeprägtesten ist dieser bei den Auftragsanalysen. Was sind Auftragsanalysen? Nun, es gibt viele, viele Firmen am Markt, die von relativ geringer Bedeutung sind, die uninteressant sind für viele Analysten, für institutionelle Anleger auch, weil sie zu klein sind zum Beispiel. Und diese Firmen behelfen sich damit, dass sie quasi Research über das eigene Unternehmen, Studien in Auftrag geben. Das heißt, die betreffenden Firmen gehen gezielt zu Analysten, meistens kleinere Analystenhäuser, und fordern diese Analysen an. Was, wie ihr euch vielleicht denken könnt, dazu führt, dass diese Analysen natürlich vorwiegend positiv sind. Es kommt so gut wie nie vor, dass Verkaufsempfehlungen ausgesprochen werden, weil die Analysten ja vom betreffenden Unternehmen bezahlt werden. Und viele Anleger wissen das gar nicht. Die lesen, okay, 200% Kurspotenzial, 30-seitige Analyse liest sich super, ja, die Aktie ist ein klarer Kauf, vergessen aber dabei, dass es sich bei diesen Analysen, wenn überhaupt, um Best-Case-Szenarien handelt. Oft genug war es schon so, dass man mit ein bisschen Erfahrung schon beim ersten Durchlesen erahnen konnte oder eigentlich wissen konnte schon fast, dass die Prognosen niemals in Erfüllung gehen würden und dass die Annahmen viel, viel zu positiv sind. Das heißt, es ist ganz wichtig für euch, dass ihr euch keinesfalls auf die Kursziele verlasst, die in solchen Analysen ausgesprochen wurden. Sie sind nicht komplett wertlos, denn es gibt hier häufig interessante Infos, auch zu Branchenhintergründen. Es gibt schon grundsätzlich interessante Infos zu dem, was das Unternehmen macht, was es plant, was die Konkurrenten sind und so weiter. Das heißt, ergänzend zum eigenen Research kann es nicht schaden, solche Analyse mal durchzulesen, aber man darf sich keinesfalls auf die Analyse verlassen oder die als einzigen Entscheidungsgrund hernehmen, ob man nun eine Aktie kauft oder verkauft. Auch die Analysen von größeren Investmentbanken sind mit Vorsicht zu genießen, denn hier ist zwar so, dass die nicht direkt vom Unternehmen in Auftrag gegeben werden, aber diese Investmentbanken natürlich ein großes Interesse haben, entweder eine bereits vorhandene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen auszubauen oder überhaupt ins Geschäft mit dem Unternehmen zu kommen. Was heißt ins Geschäft kommen? Zum Beispiel bei Kapitalerhöhungen. Viele Unternehmen brauchen ja von Zeit zu Zeit neues Geld und da möchten sie eine Kapitalerhöhung durchführen. Dafür braucht man Investoren, dafür muss man ziemlich weitläufige, ausführliche, schwierige regulatorische Vorschriften erfüllen. Das heißt, man braucht einen Partner, eine Bank dafür, ein Brokerhaus dafür, wo einen dabei unterstützt. Und das Ziel vieler Investmentbanken ist natürlich, das ist ja vollkommen legitim, neues Geschäft zu gewinnen. Und das können sie natürlich eher mit der betreffenden Firma gewinnen, wenn die entsprechende Analyse positiv ausfällt. Das heißt, auch hier gibt es diesen Bias, diesen Positive Bias, dass halt tendenziell zu positive Analysen verfasst werden, zu hohe Kursziele ausgegeben werden. Die bei weitem überwiegende Mehrheit aller Analystenempfehlungen lautet auf Kaufen, und das ist kein Zufall natürlich.
Was heißt das nun für uns als Anleger? Zuerst mal, und da muss ich mich ein bisschen selber loben und mich auch ein bisschen anpreisen, ich glaube, es ist einfach auch deswegen sehr, sehr wichtig, dass es unabhängige Analysten gibt, dass es unabhängige Berater gibt, die euch wirklich sagen, was Sache ist und die nicht irgendwie andere Interessen im Hintergrund haben. Und genau das ist bei mir der Fall. Das verspreche ich euch, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich bin vollkommen unabhängig bei all dem, was ich mache, bei allen Empfehlungen, die ich gebe, bei allen Tipps, bei allen Ratschlägen in meinen Börsendiensten, zum Beispiel im Breakout Trader oder im Trend Aktienreport. Auch im kostenlosen Aktienreport, den ihr übrigens unten abonnieren könnt, wenn ihr kostenlos abonnieren könnt, wenn ihr den auf den Link klickt, habt ihr die Sicherheit, dass die Analysen absolut unabhängig sind. Und ich habe meine Strategien, die sich langfristig bewährt haben. Zum Beispiel ist es unbedingt wichtig, dass ihr auf den Kursverlauf der Aktie achtet. Ihr solltet unbedingt solche Aktien meiden mit negativen Kursverlauf, die in der Vergangenheit stark gefallen sind, sogar oder vielleicht sogar Penny Stocks sind, die es nicht geschafft haben, Mehrwert für ihre Aktionäre zu erwirtschaften. Ihr sollt darauf achten, wie die Geschäftsberichte ausfallen. Sind die Unternehmen wirklich profitabel? Wachsen sie schnell? Handelt es sich um absolute Top-Unternehmen oder handelt es sich um solche, die vor allem versprechen und in der Vergangenheit noch nicht viel gerissen haben? Es gibt hier ganz klare Richtlinien, ganz klare Regeln, eine Strategie, die ich verfolge. Ich check jeden Tag die Top-Performer am deutschen Markt, schaue mir die Charts an, schaue, was die Firmen machen, wie die jüngsten Entwicklungen sind. Und nur Aktien, die sich wirklich in Aufwärtstrends befinden, die charttechnisch ein neues Kaufsignal generiert haben, bei denen es operativ gut läuft, nur solche Aktien kommen überhaupt in Frage für eine Empfehlung. Und ihr solltet das gleich machen, ihr solltet euch auf diese Aktien konzentrieren, auf Qualitätsaktien konzentrieren, die gut laufen, die gute Charts haben, die in Aufwärtstrends sind, die gute operative Entwicklungen haben. Auf die solltet ihr euch wirklich konzentrieren. Meidet diese potenziellen Turnarounds, die dann eh selten gelingen, meidet Aktien mit, wo die Unternehmen dahinter massive Probleme haben. Ihr müsst immer dran denken, am Ende seid ihr diejenigen, die als erste fällig seid als Aktionäre, denn ihr gebt das Eigenkapital. Ihr habt das Problem, dass euch dann ein Totalverlust droht, wenn es wirklich richtig schief läuft bei einer Firma. Also achtet auf Qualität. Und dann braucht ihr eigentlich im Prinzip die Analysen von Analysten allenfalls als ergänzende Infos, um vielleicht eine neue Perspektive noch mit aufzunehmen in die Betrachtung. Aber noch besser ist es, wenn ihr einfach wisst, auch im Internet, wo ihr unabhängige Informationen herbekommt. Und ein Vorteil, den ich habe durch meine 20 Jahre Erfahrung an der Börse, ist der, dass ich weiß, wo ich gute und vor allem objektive Infos finde. Zum Beispiel auf Portalen wie Seeking Alpha mit User-Generated Content. Auch teilweise Wall Street Online gibt es exzellente Leute und ich lese das alles. Das gebe ich ganz offen zu, weil es ist unmöglich für einen Einzelnen, dass er so viel, dass er zu jeder Aktie im Detail recherchieren kann, geht gar nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, wo man gute Informationen herbekommt. Und diese Informationen gebe ich euch weiter. Und deswegen könnt ihr euch auf das verlassen, was ich euch hier erzähle und was ich auch meinen Lesern schreibe. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich denke, das ist ganz einfach die Folge dessen, dass es da draußen viele Leute gibt, die einfach nicht objektiv sind, wo Interessenskonflikte vorhanden sind und weil ihr einfach sehr, sehr vorsichtig sein müsst bei eurer Entscheidung, wem ihr an der Börse vertraut und wem nicht. So viel mal für heute. Das nächste Video gibt es am Sonntag, wie gewohnt, ab 17 Uhr online. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Falls noch nicht geschehen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, indem ihr unten den Abonnieren-Button drückt. Wenn ihr das Glöckchen oben rechts abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online ist. So viel für heute. Macht's gut. Bis Sonntag. Gute Trades. Euer Armin Brack.